Wir spielen weiterhin am Samstagabend live auf Twitch, denn am Samstag mit WB erleben wir Seite an Seite Anno 1800. Wir haben diesen wunderschönen Anblick hier erschaffen. Ein Plumpsklo in lieblichster Umgebung, ganz zauberhafter Anblick. Und ich hoffe, die Zeitung berichtet sogar drüber. Das sollte eigentlich die Hauptschlagzeile sein hier. Pelzmantelknappheit, ich daran arbeiten wir doch gerade. Wir arbeiten gerade am Thema Pelzmantel, deshalb produzieren wir doch gerade die Melonen. Also, es hängt alles zusammen, das war unser Plan. Filz, Baumwollstoff, Melonen, Pelzmäntel. Ich arbeite dran. Der Presse geht das nicht schnell genug. Ach, wisst ihr was? Wir lektorieren einmal drüber hinweg. Das ist in Wahrheit so, finde ich. Das machen wir hier weg. Dann sorgen wir noch etwas mehr Zufriedenheit hier drüben. Und dann ist alles vom Allerfeinsten. So. Vielen lieben Dank. Mehr Einfluss für uns. Das ist Industriegebiet, das funktioniert. Hier vorne steht der Plumpsklo, der funktioniert hoffentlich auch. Und dann wollten wir könnten sogar noch mehr Baumwollstoff produzieren, mal ein bisschen auf Vorrat. Können aber auch schon was wegtransportieren. Wir wollten eine Handelsroute einrichten, dafür haben wir ein Schiffchen. Die Tapferkeit liegt in Tropacabana vor Anker und die Südsee hier vorne in Perlenpaff. Und die nehmen wir. Ja, die hat etwas zu viele Bretter an Bord. Wir könnten ganz schnell noch irgendwo ein paar Bretter verbauen. Wir hatten eben noch ein paar Häuser hier hingesetzt. Mehr Leute verbrauchen mehr Waren. Sieht aber alles okay aus. Ich würde gerne irgendwie die Bretter, die will ich nicht verschenken. Oder wir bauen einfach die Lagerkapazität hier aus. Das können wir auch machen. Wir bauen entweder das Kontor aus. Das geht gerade nicht. Oder wir bauen noch ein paar, hier vorne noch ein paar Depots hin. Das können wir auch machen. Hier ein Ransom. Einmal hier vorne eines bitte hin. Was war denn das? Da habe ich mich ja völlig verklickt gerade. Da habe ich auf den falschen Shortcut gesetzt. Einmal. Zweimal. Jetzt ist die Lagerkapazität erhöht. Jetzt können wir auch von die Bretter der Südsee loswerden und jetzt die Südsee in eine Handelsroute reinstecken, die von Perlenpaff beginnt, nämlich hier unten, die dann rüber gondelt nach Kap Trelawney zu unserer neuen Hauptstadt, nach Crown Falls, die in Perlenpaff Baumwollstoff einlagert und ihn drüben rausbringt. Haufenweise. Ach, alles was geht, aber wir lassen einen Rest hier. So machen wir das. Da kommt das Schiffchen dazu. Das ist die Südsee. Da machen wir noch einen schicken Namen. Ich segle schnell. Wo ist der Wind? Der Disponent oder die Disponentin ist eine verhinderte Lyrikerin. Ich bitte herzlich um Verzeihung. Windgeschwind heißt diese Handelsroute. Einmal rüber, einmal annehmen und aus dem Haus. Jetzt segelt das Schiffchen gleich los. Ein neuer Auftrag. Ja, ein neuer Auftrag. Eingelagert. Und damit nicht alles abtransportiert wird, was es hier gibt. Einmal ist erlaubt, aber mehr nicht. Sorgen wir dafür beim Baumwollstoff, dass eine Mindestmenge bitte immer hier bleibt. Drunter machen wir es nicht. Extrem hohe Sachen wären wir bereit zu verkaufen, aber erst ab hier. Ja? Alles gut, alles eingestellt. Gibt es sonst noch hier Dinge, die wir eventuell verkaufen wollen? Wenn sehr viel nachgefragt wird, dann ja. Bringt ein bisschen Geld in die Kasse eventuell.
So, das sollte erstmal reichen. Dann Stoffmeile, es wäre auch hübscher. Kuschelweich wäre, das finde ich noch überzeugender. Wir taufen die Handelsroute um in Kuschelweich. Zufrieden? Auf geht's. Unser Schiff raste davon. Die Südsee bringt bringt flauschig weichen Baumwollstoff rüber nach Kap Trelawney. Oh, Tom meinte, ich hätte die Mindestmengen vergessen. Ich dachte, ich hätte die gerade eingestellt, Tom. Habe ich das nicht gerade gemacht hier? Habe ich das echt vergessen? Nee, ist doch eingestellt. Habe ich doch gerade gemacht. Alles gut. Und wieder raus. So, dann wollten... Jetzt könnt ihr ja Baumwollstoff rüber. Das nächste, was wir machen können, dass wir für die... Dass wir jetzt auch die entsprechende Fabrik hier hinsetzen. Die braucht zwar noch ein bisschen Baumwollstoff für den Start. Skorbut. Das ist ein positiver Name für ein Schiffchen. Alles bereit. Alles raus an Stahl, was gibt? Ein neuer Auftrag? Ja. Die bleiben erstmal hier. So, und dann sind wir bei Ponchos und so weiter. Da brauche ich keine Mindestmengen einzustellen, Earl Tom, weil wir ja eingestellt haben. Ich kann es gerne mal zeigen. Vielleicht auch für... Wir haben ja eingestellt, dass es ab hier verkauft wird, ab hier oben. Das heißt, wenn die Lagermenge den Pfeil überschreitet, dann wird alles, was hier drüber ist, verkauft. Hier unten die Mindestlagermenge, das kann man natürlich separat auch noch einstellen. Das ist bei mir der Wert, der eingestellt wird für Transporte. Das heißt, es kann nicht mit unseren internen Transportrouten etwas weggebracht werden, was die Mindestlagermenge unterschreitet. Wenn hier steht 20, dann müssen 20 immer bleiben. Da wir allerdings die Ponchos nicht zu einer anderen Insel hinbringen, sondern die immer nur hier bleiben, müssen wir die Mindestlagermenge nicht einstellen. Wir müssen nur durch den Regler einstellen, dass ab hier oben verkauft wird an externe KI, ab dem Wert erst. Das sind also zwei getrennte Einstellungen, okay? Jetzt gehen wir wieder hier vorne hin, nach Crown Falls und setzen unsere erste Pelzfabrik. Die 200 Handwerker gleich verbraucht, die mit Strom noch produktiver ist. Die setzen wir dahin, wo demnächst mal, wenn das Kraftwerk aktiviert ist, Strom auch hingebracht wird, nämlich hier innerhalb dieses Industriegebietes. Anofan, danke fürs Schieren, hi. Danke dir. Hier ein Lagerhaus, da ein Lagerhaus. Wir setzen es mal hier hin. Können immer noch umstellen, irgendwann, wie wir wollen. Da ist unsere Pelzfabrik. Die noch nicht läuft, weil noch nicht alle Sachen, die man da braucht, für da sind. Aber das Problem haben wir jetzt im Prinzip gelöst. Es wird jetzt automatisch gelöst. Die Ingenieure wollten wir hier noch ausbauen. Ich würde aber gerne eine Sache vorher machen. Und zwar, wir haben eine Quest die ganze Zeit, die wir jederzeit zu Ende bringen können und zumindest vorantreiben können. Wir müssen nur eine der Blaupausen hier auf der rechten Seite aktivieren und das Gebäude bauen. Es geht um Folgendes. Wir haben ja hier die Story-Quest rund um Kap Trelawney noch. Da muss ein Dokument entziffert werden im Auftrag der Königin. Das ist das Aufgabenbuch und es geht um das hier, um auf den Spuren der Geschichte, die Storyquest dieses Add-ons hier von den versunkenen Schätzen. Wir müssen das Tagebuch von Nadalski restaurieren, dafür brauchen wir eine Uni, denn wir brauchen gelehrte Menschen an einem guten Arbeitsplatz, damit wir die Tagebucheinträge von Nadalski entziffern können.
Belohnung, ein Item, das wir bekommen und das uns die nächste Aufgabe freischaltet. Eine Uni bitte bauen, machen wir gerne. Und die Uni ist... Achtung, die Königin sagt gleich was. Der Ton ist ein bisschen leiser, einfach dann die Boxen oder das Headset kurz lauter drehen. Das ist die Uni, einmal bauen bitte und... Habt ihr euren Auftrag auch erfüllt? Ja, habe ich gemacht, werte Hoheit. Oh, der Nebel lichtet sich. Dankt euren Experten für ihre Brillanz. Sehr gern. Kaum ist die Uni gebaut, ein Wimpernschlag danach. Schon ist das Dokument entziffert. Da soll jemand sagen, Wissenschaft sei eine mühselige und zeitwährende Wissenschaft. Das geht ratzfatz bei uns. So, nächste Aufgabe. Wir müssen das Tagebuch voll und das Tagebuch lesen, damit es überhaupt weitergeht. Auf den ersten Seiten befinden sich Berichte über die Seeschlacht von Trelawney. Es ist eindeutig, dass Nadaske nicht viel von der Strategie des Königs ihres Vaters hielt. In den Notizen findet sich vielleicht eine Kompasspeilung für die Stelle, an der sie vielleicht das Zepter entdecken können. Mit unserem Schiff, mit der Tauchernix, die tauchen kann. Mal schauen, wo das Item ist. Ich vermute an Bord des Bergungsschiffes, ich weiß es allerdings nicht sicher. Und da ist die Tauchernix. Hier vorne. Item nicht an Bord, dann wahrscheinlich im Kontor. Auch nicht. Das sind die Kultur-Items. Und das sind alle? Nee, das sind alle. Wo ist das Item dann gelandet? Vielleicht an Bord eines anderen Schiffes? Erwarten neue Horizonte. Da ist es. Löwenmäulchen hat das bekommen. Und? Das muss ich jetzt alles vorlesen? Ja, gerne. Sonntag, 13. Oktober 1805, unter Befolgung des königlichen Befehls, die Flottille von Admiral Silva abzufangen, trafen wir um 13 Uhr am Cap Trelawney ein. La Coronas gesamte Armada ist hier, der Feind. Insbesondere das Flaggschiff, das durch seine imposante Größe und Macht beeindruckt. Eine solch unverhältnismäßige Eskorte spricht dafür, dass unsere Informanten recht hatten. Sie müssen das Capaun-Zepter dabei haben, nach dem unser König sucht. La Coronas Flotte ist gewaltig, in ihrer Größe und Anzahl, doch unsere ist besetzt mit erfahrenen und loyalen Seemännern. Wir haben die Möglichkeit, hier bei Trelawney, einen entscheidenden Sieg gegen den Feind zu erringen. Dies wird jedoch nicht möglich sein, wenn wir uns nur auf das Rückerlangen des Zepters konzentrieren, so wie es der König befiehlt. Zugegebenermaßen würde es den Nationalstolz von La Corona einen harten Stoß versetzen, wenn es uns gelänge, ihnen diesen Talisman zu entreißen. Doch was ist mit dem unseren, wenn mehr als 1000 Seemänner für ein bloßes Schmuckstück in den Tod geschickt würden? Nein, 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 wir dürfen an nichts anderes denken als an die beste Taktik, um an diesem Tag den Sieg davonzutragen. Da der König die Sicherheit der Festung auf den Klippen nicht verlassen will, könnten wir den Nebel dafür verantwortlich machen, dass wir seine Signale nicht befolgen. Heute trugen sich noch weitere Vorfälle zu. Um 15 Uhr fingen wir zwei feindliche Kanonenboote ab, versenkten sie zwischen zwei kleinen Inseln im Südosten, deren Klippen wie zwei einander zugewandte Wachhunde aussehen. Wuff, wuff. Um 16.30 Uhr entdeckten wir im Osten eine Fregatte mit dem Wappen La Coronas, die Kisten aus einer kleinen Piratenbucht inmitten der spiralförmig angeordneten Inseln schmuggelte. Und zu guter Letzt lieferten wir uns in der Nähe eines alten Wachturms zwischen den drei großen Inseln im Westen ein Gefecht mit einem Linienschiff. Es sank mitsamt seiner Ladung. Okay. Drei Orte, die wir finden müssen. Drei Orte, an denen wir Beute bekommen können. Mal schauen, ob wir das schaffen. Erstes Ziel. Zwei kleine Inseln im Südosten. Klippen sehen aus wie zwei aneinander zugewandte Wachhunde. Finden Sie die Orte, die im Tagebuch erwähnt sind. Die Wachhunde, die Schmugglerhöhle, der Wachturm. Der Wachturm? Ich dachte, das kann man lesen. Wir schnappen uns das Löwenmäulchen, den heißen Hering, Kondor oder die Tauchenix. Wir nehmen die Tauchenix, die ist am fixesten unterwegs. Einmal hier rüber bitte. Wir entladen mal alles, was wir im Augenblick an Bord haben.
ins Kontor. Jetzt geht's rüber Richtung Südosten zu. Wir fahren schon einmal los. Zwei Inseln. Oh, Entschuldigung, wir nehmen am besten auch, das ist dann am einfachsten, damit wir nicht immer hin und her klicken müssen, das Item auch mit hier. Ach komm. Einmal hier rüber, bitte. Hier sind wir. Einmal Richtung Südosten, bitte. Wir lesen nochmal die Geschichte, während wir rausfahren mit unserem Schiffchen. Es ist eine lange Fahrt. Ich merke jetzt schon, wie die Sonne sich dem Horizont entgegenneigt. Wir fahren drauf los. Männer, Frauen, Schiffsratten. Wir sind unterwegs, Abenteuer zu erleben. Beute zu machen. Bitte keine anderen Schiffe zu rammen, stelle ich gerade auch fest. Achtung, die fahren sehr dicht aneinander vorbei. Ich komme. Das gab Schrammen. Habt ihr das Knirschen gehört? Dieses als die beiden Rümpfe aneinander vorbeiglitten. Das war echt fies. Schrillt mir jetzt noch in den Ohren. Das ist ein Geräusch, das ich mit in den Nachtschlaf nehmen werde, sofern ich überhaupt einschlafen werde. Also das hätten die Entwickler sauberer programmieren können. Ein furchtbares Geräusch. Das macht mich kirre. Solche Geräusche machen mich absolut kirre und wahnsinnig, wahnsinnig. Führen beinahe zu akustischen Halluzinationen. Oh, ein Wort, das ich beinahe flüssig aussprechen konnte. So, wo ist das Ziel, Leute? Wo ist das Ziel? Zwei kleine Inseln im Südosten. Klippen wie Wachthunde. Hier unten muss es irgendwo sein. Da fahren wir mal hin. Wir fahren mal ganz in den Süden der Karte hier. Einmal hier hin, bitte. Fahren mit der Tauche nichts weg. Mit. Hier rüber begleiten sie. Haltet Ausschau. Männer, Frauen, Schiffsratten, haltet Ausschau. Nach zwei Inseln, die sich gegenüberliegen. Danke an Anno-Fan. Sehr freundlich für den Wechsel. Für das Level-Up von Prime hoch zum bezahlten, sich verlängernden Abo. Vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen im Ernst. Fahren einmal rüber. Sind hier Klippen und Wachhunde? Nein. Hier vorne. Sind das die beiden hier vielleicht? Sind wir eventuell schon am Ziel? Ja. Da die Entwickler meinen, WB und seine Bande sind doof, haben sie freundlicherweise das Ziel auch noch gelb markiert. Fahren hier einmal rüber. Vielleicht entdecken wir hier das Ziel. Wendemanöver! Backbord, Steuerbord, Geradebord, einmal vorfahren bitte. Irgendwo hinten ist das Ziel. Da vorne muss es liegen. Ja, für die ganz doof. Ist das Ganze sogar noch gelb markiert? Auf jeden Fall. Es kann auch ein anderes der Ziele sein, übrigens. Gelb leuchtet alles auf hier. Sind wir dran vorbeigefahren? Nein, hier vorne muss es sein. Da vorne geht's hin. Auf zum Horizont. Da muss es sein. Dieser Ort entspricht den Beschreibungen aus Nadaskis Tagebuch. Macht die Taucherglocke klar. Jawohl. Captain, Sir, Ma'am, Majestät, mach ich. Einmal runter ins Wasser bitte mit der Tauchenix. Sind das wirklich zwei Klippen wie Wachhunde? Ja, mit ein bisschen Fantasie. Mit sehr viel Fantasie. Ich will es nicht wissen, was die Königin in ihrem Nachmittagstee drin hatte. Könnte das passen, ja. Sind unterwegs. Und ab ins Wasser mit der Tauche, nix. Lasst unseren tapferen... Welcher Freiwillige meldet sich gerade im Chat? Earl Tom, danke an dich. Lasst Earl Tom bitte runter. Earl Tom, du steigst in die Glocke. Danke für die freiwillige Meldung. Ja, ja, das kann ganz schnell gehen. Earl Tom, einmal runter ins Wasser. Leute, feiert ein bisschen Earl Tom für seine freiwillige Meldung. Blumen für Earl Tom. Er kommt raus und bringt mit... 21 Schrott. Das war alles. Und weiter. Und es geht weiter zum nächsten Ziel. Und hier können wir was anderes sammeln. Danke an Earl Tom. Das war ein zauberhafter Einsatz von dir.
Und dann, hier ist noch irgendwas anderes, das nehmen wir auch mal mit. Wir sind ohnehin hier, komm. Wir nehmen andere Sachen auch noch mit. Hier vorne geht's hin. Schauen, was wir da finden, Leute. Einmal auf die andere Seite, bitte. Nein, nein, nicht ins Jenseits, andere Seite der Insel. Beidrehen, weiterfahren. Und? Sind wir schon dran vorbei? Nein, es ist hier direkt vor uns. Da vorne ist es. Wer ist der nächste Freiwillige? Oder die nächste Freiwillige? Bitte jetzt Meldung im Chat. Wer ist der nächste oder die nächste, die runtersteigt in die Fluten? Wer traut sich, in die Taucherkapsel zu steigen und vielleicht auch wieder hochgezogen zu werden? Wer macht's? Freiwillige melden sich? Niemand? Doch. Ich sehe hiermit, es meldet sich. Wer geht rein? Wie das mit dir? David, einmal ab in die Fluten, einmal runter. Bitte Blumen aus dem Chat für wie das mit dir, der sich traut, hinabzusteigen in die Fluten. Mal schauen, was er findet. Unser David. Kommt er wieder rauf? Ja, wie das mit dir? Tauch fest bis zum 28 Goldbarren. Und hochwertiger Schrott. Leute, das war das letzte Schrottstückchen. Eins brauchten wir, um eine bessere Taucherglocke zu craften. Ist das der Deluxe-Schrott oder der zweithöchstwertige Schrott? Oder ist das sogar der Deluxe-Schrott? Ich werfe die immer. Es gibt Schrott, besonderen Schrott und hochwertigen. Das heißt, wir haben 16 hochwertigen. Und wir brauchten noch wie viel? 15. Von dem Hochwertigen für die Super... Der zweite nur, meint Arno-Fan. Wie schade. Der Deluxe-Schrott ist blau. Es ist im Chat. Okay, aber wir können jetzt schon mal eine bessere Taucherglocke craften. So, und jetzt geht's... Danke nochmal an David. Hör mal, David, Vogel abgeschossen. Danke dir. Jetzt rüber zum nächsten Ziel. Sind's unterwegs. Jetzt lesen wir aber nochmal im Tagebuch nach, worum es ging. Ne? Also... Wir um 16.30 Uhr entdeckten wir im Osten eine Fregatte. Mit dem Wappen La Coronas die Kisten aus einer kleinen Piratenbucht mitten der spiralförmig angeordneten Inseln. Fregatte, Kisten, spiralförmig angeordnete Inseln. Irgendwo hier unten. Wir fahren mal in die Richtung. Irgendwo im Osten. Das war das andere. Abdrehen beginnen. Hoffentlich finden wir es. Haben wir jemanden in den Wanten und im... Ach, wie heißt nochmal der Ausguck? Im Krähennest? Wir haben noch nicht mal ein Krähennest. Geschweige denn jemanden, der raufklettern könnte. Wir hatten doch eben so ein... Da ist es. Da ist die Markierung. Irgendwo da hinten. Da muss es sein. In die Richtung fahren wir mal rüber. Toi, toi, toi. Ataxa. Man kann einfach im Konto einstellen, dass Nate vorbeikommt und einem diesen Schrott verkauft. Das ist doch unsportlich. Das mache ich nicht. Ich will lieber ein bisschen Nervenkitzel. Das machen wir lieber manuell. Danke für den Tipp, aber will ich nicht. Ich will ja echte Abenteuer erleben. Und echte Abenteuer entstehen nur, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will. Nicht, wenn man clever ist. Man muss schon tump sein. Ein bisschen doof in der Birne, damit man echte Abenteuer erlebt. Und das machen wir, wenn schon, dann richtig hier. Da vorne. Nee, wisst ihr was? Das ist das andere. Die spiralförmigen Inseln. Wir haben die in der falschen Reihenfolge gesagt. Das sind die beiden, die sich gegenüberstehen. Die spiralförmigen Inseln haben wir als erste eben geholt. Einmal hier hin. Wer geht runter ins Wasser? Wer meldet sich? Wer geht runter? Wer macht's? Albert Einhorn, sehr freundlich, meldet sich mit den Worten nö, nö, nö. Danke für die Meldung, Albert Einhorn geht freiwillig runter ins Wasser. Zauberhafter Einsatz, danke an Albert. Meldet sich mit, Leute, alle bitte ins Tagebuch reinschreiben. Albert Einhorn meldet sich mit den historischen Worten nö, nö, nö zu einem freiwilligen Einsatz. Danke an Albert, einmal runter ins Wasser bitte.
Blumen für Albert, der sich so tapfer selber gemeldet hat. Einmal runter, bitte. Danke, Albert. Ein Vorbild für uns alle. Runter ins Wasser. Oh, der wimmert aber laut. Albert kommt wieder raus aus dem Wasser. Da ist er. Und? 12 Schrott und? Und? War es das? Ja. Jetzt müssen wir noch ein Ziel finden. Irgendwo ist noch ein Ziel. Ein Ort, ein weiterer Ort im Tagebuch noch. Ein alter Wachturm, weit im Westen. Drei große Inseln, da müssen wir noch hin. Irgendwo da hinten. Und auf dem Weg dorthin könnten wir sogar beim alten Nate vorbeifahren und uns eine bessere Taucherglocke holen.